Philipp Schmidt ist heute am MIT Media Lab der Director of Digital Learning and Collaboration. Davor hat er die Peer-to-Peer University mitgegründet. Davor war er in Südafrika für das erste Open Courseware-Projekt von dem ganzen Kontinent zuständig. Und in diese Zeit, also wir sprechen von sowas wie 2007, fällt die Entstehung der Cape Town Open Education Declaration. Philipp war mittendrin und kann deswegen erzählen, wie war das damals, wie hat es angefangen? Ja, das war vor allen Dingen mal eine aufregende Zeit, also sehr idealistisch. Dieser Cape Town Workshop, der da veranstaltet wurde, das war im September 2007. Und ein paar Monate vorher hatte es von Creative Commons organisiert den iSummit gegeben in Dubrovnik. Und da gab es einen Themenbereich, der sich mit Open Education beschäftigt hat. Und wir haben damals gescherzt, dass die Open Education Leute, die waren so ein bisschen ausgegliedert. Also es war die Konferenz war in einem wunderschönen mittelalterlichen Gebäude, was auch schön kühl war im Sommer. Und Open Education hatten sie aber in so eine Art Kaserne, so 500 Meter weg gepackt, wo wir unterm Dach saßen. Es war brütend heiß, 40 Grad jeden Tag. Und wir waren da wie in so einem Dampfkocher quasi drin. Aber eine wahnsinnige Stimmung. Die Leute waren echt begeistert von diesen Ideen, halt Wissen miteinander zu teilen und das Internet dazu zu benutzen. Also man war ja auch der Technologie noch viel optimistischer, positiver zu eingestellt. Und eben aus dieser Motivation, da diesem Enthusiasmus, da haben dann einige führende Stiftungen, die Shuttleworth Foundation speziell, aber auch Open Society Foundations und andere, die da ein bisschen mehr im Hintergrund waren, haben gesagt, okay, wir sollten mal gucken, dass wir diese Gemeinde wieder zusammenbringen, relativ schnell, und gucken, ob die da nicht irgendwie so eine Art Deklaration vielleicht, also dass man mal sagt, so wir gehen so gemeinsam in eine breite Richtung. Ja, also man musste sich da ja nicht unbedingt auf die Details alle einigen, aber dass wir irgendwie so gemeinsam so eine Art neue Bildungslandschaft bauen, die eben aus diesen Prinzipien von Teilen, von Offenheit, von Miteinander und auch eigentlich sehr global, wobei das im Endeffekt natürlich schon eher Nordamerika und Europa war, aber schon zumindest vom Anspruch auch sehr global war. Und dann kamen eben die Leute aus der ganzen Welt dann nach Kapstadt. Ich lebte damals in Kapstadt, das heißt, für mich war das, ich konnte da mit dem Auto hinfahren, aber Leute aus der ganzen Welt und zum Teil halt auch Leute, also Jimmy Wales war da und das war damals auch sehr beeindruckend jetzt für jemanden wie mich. Also dass da der Gründer von Wikipedia und David Wiley war da, das war so für mich so eine andere, schon so eine Leitfigur damals, weil der die erste Open Content Lizenz geschrieben hatte. Und die haben wir auch verwendet damals schon in meiner Arbeit. Und als dann Creative Commons quasi aufkam, sind wir dann umgesprungen. Aber also es waren Leute, die schon von Anfang an mit dabei waren in dieser Bewegung. Und es war auch ein echt tolles Treffen dann in Kapstadt, wo auch, ich kann mich noch erinnern, heiß diskutiert wurde, zum Beispiel eben damals schon und bis heute, CC BY oder CC BY SA, also die große Diskussion, die fing damals schon an und da weiß ich noch, wie zwei Leute, ich will jetzt keine Namen nennen, aber halt quasi an unterschiedlichen Enden dieses Raumes saßen und wild miteinander argumentiert haben, in welche Richtung das gehen sollte. Aber ja, vielleicht fragst du noch mal eine speziellere Frage oder in welche Richtung du das leiten möchtest. Ja, für die Geschichtsbücher können wir tatsächlich noch mal das konkretisieren, weil beispielsweise die Jahreszahl, haben wir im Vorgespräch auch gerade festgestellt, immer rekonstruiert werden muss, was war 2007, was war 2008. Kannst du das noch mal aufschlüsseln? Also ich musste da mal ein bisschen überlegen, weil wir das Gründungsdatum für Peer-to-Peer University eigentlich immer auf 2008 bezeichnen. Aber was eigentlich richtiger wäre zu sagen, der Anfang von Peer-to-Peer University war im Juni 2007, weil eben die Gründer sich damals an diesem iSummit kennengelernt haben und dann Delia Brown war eine der Mitgründerinnen, die war dann auch bei der Cape Town Open Education Declaration dabei. Und also hat das angefangen. Und Creative Commons hatte gerade, ich glaube, der Arash Bissell
der jetzt auch im Board von Peer-to-Peer University sitzt und ein sehr guter Freund ist, der war damals, das war das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe, der war damals gerade von Creative Commons angeheuert worden, um CC Learn zu leiten, also die Bildungssparte quasi von Creative Commons, die gab es dann ein paar Jahre. Also die Leute von Connections an der Rice University waren da, Mozilla Foundation natürlich, Shuttleworth Foundation. Alek Tarkowski, bin ich mir relativ sicher, war da aus Polen. Student Perks, also so ganz, schon so wirklich die Leute, die dann auch die nächsten 4, 5 Jahre gemeinsam in dem Bereich gearbeitet haben. Also es war schon, die haben da schon eine gute Truppe gehabt. Was hast du denn 2007, 2008 gemacht, Jörn? Warum warst du anderes nicht da? Interview. Okay. war denn der Workshop noch in 2007 oder in 2008? 2007. Und die Veröffentlichung war dann 2008? Genau. Also der Workshop war auch gar nicht so auf diese Deklaration von Anfang an ausgelegt, sondern es war eher so, was sind die großen Themen, wie können wir zusammenarbeiten, was ergibt sich hier in dem Bereich? Und dann wurde relativ schnell klar, dass wenn man das nicht aufschreibt, dass das dann halt schwierig ist, da irgendwie was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Und es war auch klar, dass eben die Organisationen, die in dem Bereich aktiv waren, schon genug Schwung hatten oder genug Dynamik, dass jetzt nicht man nicht jetzt eine neue Organisation gründen wollte, ja, sondern jeder hatte, da gab es schon unheimlich viele Akteure und interessante Sachen. Und dann haben, wenn ich mich recht erinnere, der Arash, der Mark Sermon und Melissa Hagemann, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, das waren, glaube ich, die drei, die dann gesagt haben, okay, wir sammeln quasi diese Notizen und wir schreiben erstmal so eine erste Version. Und die wurde dann wieder mit allen geteilt. Und dann gab es natürlich wieder wilde Diskussionen. Und dann wurde daraus eben diese erste Deklaration, das hat ein paar Monate gedauert, und die wurde dann 2008 veröffentlicht. Das heißt, es wurde aber ein Draft tatsächlich schon bei dem Treffen gemacht oder im Nachgang? Im Nachgang. Also bei dem Treffen wurden schon so die großen Themen so ein bisschen, also wurde schon klar, so was sind so die wichtigen Themen. Aber die geschrieben wurde erst, also die haben da vielleicht sich schon mal zusammengesetzt, ist jetzt ja auch schon einige Jahre her, aber da wurde dann noch kein Draft, war da noch nicht fertig, jetzt der von den Leuten schon bearbeitet wurde danach. Ich überlege gerade, ob wir schon Google Docs hatten Ende 2007. Weiß ich gar nicht. Ich vermute, das war in einem Etherpad. Bin ich mir fast hundertprozentig sicher, dass die erste Version in einem Etherpad geschrieben wurde. 2007 geschrieben, beziehungsweise dann im Jahreswechsel 2008. Weißt du noch, wie das dann weiterging? Also wer hat dann eine Website aufgesetzt? Wo kam diese Übersetzung her? Hast du da noch Erinnerungen? Ja, also die Initiative dahinter kam von der Shuttleworth Foundation dann. Da war auch das Treffen, also fand nicht in Kapstadt selber, sondern in Durbanville statt, in dem Komplex, wo die Shuttleworth Foundation ihr Büro hatte, was der Mark Shuttleworth, der ja auch Canonical und Ubuntu, Linux und so gegründet hatte, der hatte seine Stiftung da angesiedelt und da fand dieser Workshop statt und die Shuttleworth Foundation hat dann die Website eingerichtet und die betreuen die auch immer noch. Also die sieht ja mittlerweile, hat schon so einen Retro-Look, was ich persönlich ganz sympathisch finde, aber da wird auch jedes Jahr wieder besprochen, ob man das mal ändern sollte. Aber die haben da auf jeden Fall dann die Infrastruktur bereitgestellt und die Website auf die Beine gestellt. Und die andere Organisation, die anderen zwei eigentlich, die von Anfang an da mit dabei waren, waren Open Society Foundations, also die Melissa Hagemann, die ich ja schon erwähnt habe, und Mark Sermon von Mozilla Foundation, die auch da über die Jahre eigentlich immer noch mit unterstützt haben. Gibt es noch was du sagst, das muss ins Geschichtsbuch rein? Das Einzige, was ich noch sagen würde, ist, dass natürlich, wenn man so zurückblickt jetzt, schon so ein bisschen dieser Idealismus, also vielleicht bin ich auch nur älter geworden und jetzt die nächste Generation ist wieder so idealistisch, das ist wahrscheinlich der Fall. Aber ich sehe zumindest der ganzen Technologie und dem Internet, jetzt stehe ich dem wesentlich kritischer gegenüber. Hat sich auch sehr verändert.
Aber ich finde, solche Veränderungen können eigentlich nur angestoßen werden, wenn man so einen Idealismus hat. Und ich glaube, die Leute, die da mit dabei waren, die hat das auch wirklich geprägt. Und ich hoffe, dass es ähnliche Sachen heute gibt, wo quasi die nächste Generation der Innovatoren die Zukunft von offener Bildung baut. Ganz herzlichen Dank, Philipp Schmidt. Vielen Dank.